So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2. Und zwar haben wir hier, glaube ich, nichts zu tun. Bin mir nicht sicher. Ich glaube aber nicht. Lädt erst mir wieder 3 Jahre. Nein, da hat sich nichts getan. Aber Aggressor hat auf Twitter geschrieben, dass er den Code falsch geschrieben hat, von dem ich letztes Mal erzählt habe. Also nochmal kurz zur Vorgeschichte. Aggressor hat mir den Code geschickt, dazu geschrieben, gerade ein Level, was vom Streamer nicht zu Ende gespielt wurde. Deswegen, Code ist so ein Nicht-Springen-Level. So. Und ich habe dann den Code hier eingetippt. Und wir haben festgestellt, dass der Code nicht funktioniert. Und er hat ihn jetzt nochmal richtig geschrieben. So, anstatt B am Ende kommt ein G hin. Jawohl. Keiner. Null. Where are we going, Tree Bard? The young Hobbit will have to jump and stomp on trees, plants and Koopas. Streamer hat es nicht beendet, welcher Streamer auch immer es war. Dann wird das wohl nichts für mich sein. Na, wir schauen mal vorsichtig rein. Also, ne, man kann einmal darf man springen. Und wenn man dann einmal den Boden verlassen hat, ist sozusagen alles vorbei. Na, ist jetzt mir schon klar, dass jetzt schon vorbei ist. Ich muss aber gucken. Ich muss mich mal ein bisschen hier in dem Level umgucken. Sehr gut umgeguckt. Ob ich das irgendwie realistisch einschätze. Ich werde doch noch normal an der Pflanze vorbeikommen. Das ist ja jetzt schon traurig. So. Gut. Also man müsste jetzt eigentlich über die Koopas hier weiter. Dann muss man irgendwie an den Koopa daran. Hier, hier. Okay. Im Wasser kann ich ja sein. Dann muss man hier Dinge tun. Muss wieder hier ran. Muss hier ran. Muss hier ran. Kann hier durch. Landet dann hier drauf. Die Münze interessiert mich nicht. Ach Mann, ich wollte doch weiter gucken. Okay, soweit sieht der Teil eigentlich machbar aus. Soweit sieht der Teil eigentlich machbar aus. Der Teil hier ist ein bisschen, weiß ich nicht, wie der gehen soll. Den sehe ich noch nicht. Also den Teil sehe ich noch nicht. Den hier sehe ich schon wieder. Aber den davor sehe ich nicht. Da bin ich unschlüssig. Aber ist ja erstmal wurscht. So, also im Prinzip muss man dann da hoch. Na, man kann aber auch hier weiter. Wenn man die ganzen Coins gar nicht will, wahrscheinlich. Ah, okay, und dann muss man den hier machen. Gut. Die werden nicht von selbst explodieren. Da muss man wahrscheinlich dafür sorgen. Und dann reißt der das da auf. Oh, da muss ich aber... Oh, weia, da muss ich richtig gut aufpassen. Okay, das sind alles dann Blöcke. Oh, und wenn man nicht schnell genug... Oh nein, jetzt kann ich nicht weiter... Oh, Mist, was? Ja, genau. Den kriegen wir gar nicht mehr nochmal ausgelöst, ne?
Ah, ist ja blöd jetzt. Kann ich gar nicht weiter gucken, weil doof. Oh mein Gott. Das ist ja schon im normalen Spiel viel zu lang. Geschweige denn, das so zu spielen, dass man nicht landen darf. What? Können wir bitte nicht irgendwelche kranken Level spielen? Es ist ja kein Wunder, wenn das Thema das abbricht. Ach Mann, lass mich doch einfach mal da hinten jetzt weiter gucken. Oh. Ist doch nicht so. Geh mir nicht auf den Keks. Also muss ich bei dem P-Switch muss ich besonders schnell sein. Uff. Oh, ich dachte jetzt gerade, ich springe den Koopa rein. Das wäre nicht ganz so cool gewesen. Oh, das reicht nicht, ne? Das gibt's doch nicht! Vor allem, ich krieg's ja so schon nicht hin, wenn ich dann auch noch den Druck habe. Wenn ich dann auch noch den Druck habe, das Ganze am Stück hinzukriegen, ohne zu landen. What? How? Welche verrückten Seelen spielen sowas? Na, das funktioniert alles. Das ist mir ja bewusst, wie das geht. Aber das hier? Das ist schon sick. Also, jetzt habe ich den Timer verhauen. Okay. So, also würde ich jetzt wahrscheinlich dann irgendwie in dem Baum hängen. Mit Glück. Dann muss ich darüber an den Koopa, an den Koopa. Dann verhaue ich den letzten Sprung und dann komme ich nicht mehr ins Ziel. Super. Alles klar. Ich werde den letzten Sprung verhauen, das weiß ich jetzt schon. Wenn ich überhaupt da hinkomme jemals. Na gut. Also, ich darf nicht springen. Zählt das jetzt, wenn ich runterkomme? Ja. Also einmal hochklettern zählt als Sprung. Ja klar, ohne, nachdem du ihn einmal verlassen hast. Ich verlasse entweder hier den Boden oder hier. Warum sollte ich diesen Weg hier gehen? Wegen des Lebens? Oder weil sonst das mit dem Schwung hier nicht ausreicht? Wie soll das denn gehen? Aber das brauche ich ja eben im Prinzip nicht, weil ich kann ja auch einfach hier da reinspringen. Deswegen verstehe ich den oberen Teil da nicht. Wie soll das denn gehen? Hat das was mit dem Ding da oben zu tun oder ist das nur für das Leben? Das wird nur für das Leben sein. Aber ich verstehe nicht, wie ich darüber komme. Ach, ich bin doof. Never mind, ich bin blöd. Hab schon. Ihr müsst mich nicht hauen. Ich kann da ja mehrmals drauf. Ihr müsst mich nicht hauen, ist okay. Ist okay. Oh, das geht anscheinend nicht. Okay.
So, ich kann ja, genau, ne? Und jetzt geht er rüber und dann kann ich da rechtzeitig hin. Also das geht alles, das ist okay. Ich glaube, mein Hauptproblem wird die P-Switch-Stelle sein. Und dass ich hier nicht geduldig bin. Vielleicht warte ich einfach einen Cycle. Warum bin ich denn immer sofort drauf? Oh, reg ich mich selbst auf. Ne? So, wir warten einfach eine Runde. Siehste? Viel ab. Viel ab. Ich wollte noch nicht weiter. Nein, ich bin noch nicht tot. Jetzt schon. So, jetzt komme ich da nämlich hin. Naja. So in etwa. Oh, nervt mich das, dass das so knapp gebaut ist. Warum denn? Dann häng dich nicht in den Baum, ist okay. Wenn du eine Sekunde zögerst, haut's schon nicht mehr hin. Ah, jetzt bin ich aber... Okay, wenn ich einmal in den Dreher reinkomme, komme ich nicht mehr raus. Das heißt, ich darf nicht in den Dreher rein, oder wie? Das ist aber dann suboptimal. Ach. Es ist so ein Pixel, den ich jetzt berührt habe wieder. Und wieder eine Sekündchen, einen Millisekündchen gezögert. Und jetzt bin ich wieder zu weit. Ach, komm, nervt mich dieser Quatsch hier, Mann. Aber der zweite, nach dem zweiten muss ich weiter. Ich muss den zweiten aber halt gleichzeitig möglichst weit rechts ansetzen. Sonst komme ich nicht weit genug nach rechts nachher. So ist gut. So ist gut. Zack, zack und in den Baum. Okay. Alles gut. So, und jetzt muss ich nur hier ins Wasser. Okay. Jetzt muss ich den da erwischen und dann bin ich wieder im Baum. So, dann erwische ich den da, bin wieder im Baum. Dann erwische ich den da und bin wieder im Baum. Dann erwische ich den da und bin wieder im Baum. Dann erwische ich den da und bin wieder im Baum. So, jetzt kommt der Spaß hier. Und jetzt wird es halt zeitlich eine Geschichte. Ja, okay, ist egal. Wir testen das mal. Ich hätte jetzt hier drauf gemusst, müsste hier dann... Ey, Ach so, ja, ja, doch, ich sehe es. Ich muss dann auf dem landen. Von dem muss ich dann hier an die Wand. Hier an die Wand, hier rum. Stampfattacke runter und in den Baum rein. Kann ich, wenn ich eine Stampfattacke mache, mich in den Baum festhalten? Das muss ich ganz kurz testen.
Ja, kann ich. Dann geht das schneller. Okay. Alles klar. Ich sage ja, der P-Switch wird die Hauptstelle sein, die das Problem ist. Und ansonsten geht das. Wenn man sich am Anfang nicht ganz so dumm anstellt, ist auch das hier möglich. Sag ich ja. Das geht alles komplett klar. Die Stelle am Anfang ist dumm und die Stelle ist dumm. Ja, verfehlt. Nice. So, wie können wir das jetzt üben, den zu treffen? Wenn ich nämlich von da oben abspringe, geht das nicht mal. Also da muss ich... Bisschen weniger, dann wird es funktionieren. Bisschen weniger, okay. Es ist halt super knapp. Ein Stückchen zu weit links, ein Stückchen zu weit rechts und schon berühre ich den Boden. Uff. Oh, das ist so nervig. Das ist so nervig, dieser erste Sprung. Das reicht schon wieder nicht. Doch, es reicht. Gut. Ah, das war, da war ich ungeduldig. Ist okay, nehme ich. Nehme ich. Ist okay. Oh, es ist so nervig. Die Stelle könnte mich aufregen. Also die Stelle ist wirklich sowas... Das ist die dümmste Stelle des ganzen... des ganzen Levels. Die und die P-Switch-Stelle. Ich könnte so verrückt werden. Der Rest ist Baby einfach. Ey! So. Wir warten ein bisschen, ist in Ordnung. Nehme ich so hin. So. Oh, das war knapp. Aber haben wir noch getroffen. Man muss ja nicht an die ganzen Münzen da rein. Das ist ja alles nur Bonuskram. Ich bin so eine Nuss. Ja, gibt's das denn? Reicht nicht. Könnte mich aufregen am laufenden Band. Wie lange nehmen wir schon auf? Okay. Ich hätte das gerne in einer halben Stunde. Nein! Okay. Ich kann doch eigentlich direkt hier runter. Ah, es ist ein bisschen riskanter, aber... Das ist wohl wahr. So, wo bin ich vorhin gestorben? Ach ja, ich bin in den Bulletwill rein. Blöd, wie ich bin. So. Meine Herren. Oh.
Das ist halt so eine knappe Miststelle. Der Anfang regt mich auf. Ich bleib dabei. Bin auch ganz ehrlich, dieser Anfang hier sorgt dafür, dass ich das Ganze abbreche. Ich habe auf diese Stelle hier überhaupt keine Lust, die ist so dumm. Jedes Mal froh, wenn ich die habe. Das geht alles klar hier, das ist überhaupt keine Herausforderung. Alles simpler Bullshit. Aber jetzt wieder hier, der Mist. Da könnte ich was werden. Warum denn? Oh, wieso klappt denn das jetzt nicht mehr? So langsam wird es clean hier vorne. Oh, das war knapp. Ich hatte den Eindruck, dass das knapp war. Weiß es nicht. Ist der Sprung vielleicht besser, wenn ich den wirklich direkt von ganz oben mache? Bin mal halt unschlüssig. Ich glaube, dann verfehle ich das, oder? Nee, dann passt er. Rüber! Oh, Mama. Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt die zwei Sprünge schaffen noch. Aber ich weiß nicht, wie ich den abspringen muss. Das hätte ich üben sollen vorher. Mist. Soll ich so einfach mal probieren? Ich weiß es nicht, ob es funktioniert. Okay. Ganz knapp daneben. Theoretisch hätten wir es gerade gehabt. Theoretisch hätten wir es gerade gehabt. Theoretisch haben wir das Level gerade abgeschlossen. Wenn ich den ersten Sprung so gemacht hätte wie den zweiten. Wieso? Ich hab nach oben gedrückt. Wenn du keinen Bock hast, dich in den Baum zu hängen, dann sag's. Dann lassen wir's. Oh, das war dumm. Aber mich juckt gerade was im Auge, deswegen bin ich gerade abgerutscht. Oh oh, das reicht. Alles gut. Alles gut. Warum? Was mache ich denn? Es hätte doch gepasst. So ein Level, wenn ich beim Dings bekomme, ne? Beim Endlos-Modus. Na gut, wir haben
Wir haben auch so schon beschissene Level bekommen, brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Wir haben genug beschissene Level bekommen, es ist nicht so, als hätten wir die nicht. Oh nein, das reicht nicht. Es reicht wieder nicht. Doch, es reicht. Rüber! Nein! Ich krieg zu viel! Ah, es gibt's doch nicht! Moment, ich muss kurz was testen. Ach so. Ab wo fängt es denn an? Ab da. Ach, es ist wirklich nur die Mitte. Ach so. Dann erklärt das vielleicht, warum ich mich manchmal nicht in den Baum hängen kann. Weil ich zu spät drücke. Weil in Blätter kann man sich ja nicht reinhängen. Nein, es muss genau der Stamm sein. Ist klar. Könnten wir dann bitte einfach diesen blöden Teil obenrum einfach weglassen und wir lassen es wie eine Stange aussehen? Wie wär's damit, Nintendo? Brauchen wir den blöden Baum nicht als Baum, wenn ich da eh nicht die Hälfte sehe von der, wo ich mich festhalten kann? Ah. Nee, Mann, warum? Mist. Oh, ich habe gezögert und es hat trotzdem noch funktioniert. Unfassbar. Oh boy. Ah, ich hatte gedacht, das reicht nicht mehr. Aber es hat gereicht. So. Lauf. Lauf. Dankeschön. Okay, wir üben den Sprung. Ist okay. Ah, es ist... Was ist, wenn ich nicht von ganz oben springe? Ist er dann besser? Ja, dann treffe ich ihn besser. Okay. Ah, wir haben es doch so gut wie... Wir haben es doch so gut wie... Ist doch so gut wie komm schon jetzt. Lass mich nicht hängen. Okay, komm her. Mist. Ja, hätte ich jetzt eh berührt. Hätte ich eh wieder berührt. Ist egal. Aber wir üben. Also ich gehe nicht bis ganz hoch, sondern ein Stück runter. Dann mache ich den Sprung, dann treffe ich den ersten. Ja, dann treffe ich den zweiten. Und dann sterbe ich an ihm. Oh nein.
bitte nicht. Aber wir sind so nah dran. Wir sind so nah dran, das Ding abzuschließen. Wir sind so nah dran. Ach, komm! Ich hab den doch kaum berührt. Das war wieder zu viel. Nein! Will das nicht kommentieren. Oh boy. Reicht, okay. Möglichst weit unten. Was? Jetzt muss ich mal gucken, wie ich den Sprung am besten... Weil das hat jetzt mehrmals nicht funktioniert. Springe ich einfach rüber? Ich glaube, ich springe einfach so rüber, ohne dass ich mich drehe. Aber ich weiß es nicht. So, den ersten treffe ich, den zweiten treffe ich und jetzt werde ich es wieder gehabt. Ah, es ist immer irgendwas am Schluss noch kurz. Beim ersten Mal hat der Sprung super funktioniert. Da hatte ich da überhaupt keine Probleme. Also dieser Baumsprung am Schluss. Dafür war dann halt der Koopa-Sprung, weil ich den halt nicht geübt habe vorher, war halt ein Problem. Da weiß ich jetzt ja, wie ich ihn machen könnte. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal in der Testphase gefailt, aber grundsätzlich weiß ich, wie der geht. So, komm jetzt her. Raus da. Gut. So, theoretisch haben wir es jetzt. Aber ich werde es verhauen, weil ich aufgeregt bin. Nein, wir üben das nochmal. Ja, nehme ich. Das ist meine Schuld. Nehme ich hin. Ist okay. Kein Problem. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Aber wir werden das Level abschließen. Jetzt werden wir das Level auf jeden Fall abschließen. Da war ich ungeduldig.
Nein, das reicht nicht. So. Haben wir es schon wieder theoretisch geschafft. Nein! Ach nö, Mann! Das gibt's so, dass das passiert. Ich hätte nie damit gerechnet, dass das passieren kann. Nee. Nee. Nicht gemacht gerade. Das Dumme ist halt, dieses Level reduziert sich auf 3, 4 Stellen, die dumm sind. Alles andere ist super einfach und nervig. Weil es einfach dauert. Das ist eigentlich kein gutes Level-Design. Es kriegt auch kein Herz von mir. Weil entweder du machst ein schweres Level, dann ist es durchgehend schwer und herausfordernd. Oder du machst halt ein einfaches Level, wo dann aber jeder Stelle spielbar ist. Und nicht so eine Schlussstelle, eine Anfangsstelle, die einfach dumm sind. Das ist so... Das ist nicht das Level-Design, was ich suche. Dankeschön. Nee, es gibt kein Herz. Nein. Es gibt auch kein Bu, aber es gibt auch kein Herz. Es sind einfach teilweise unschöne Stellen. Es sind einfach teilweise unschöne Stellen. Aber gut. Wie auch immer. Damit schließen wir ab. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.